Guten Morgen, heute wieder das Update, was ich mit YouTube und auch den anderen mit YouTube zusammenhängenden Dingen verdient habe. Es sind tausende neue Menschen dazugekommen, seit ich das erste Update veröffentlicht habe. Da auch mal ganz deutlich der Hinweis, warum ich das überhaupt mache. Also dieses YouTube. Ich mache YouTube, um eine Idee zu transportieren. Und ja, quasi das erste Mal dauerhaft permanent in meinem Leben sinnvoll zu arbeiten. Nachdem ich vorher analog meiner Überzeugung nach Geld und Anerkennung zu streben in einer Steuerkanzlei gearbeitet habe oder beim Arbeitsamt und auch eben in diversen Selbstständigkeiten, die immer nur auf das Geldverdienen ausgelegt waren, meine Lebenszeit quasi verbracht habe und ja, auch meine Lebensqualität, die damit einhergeht, mit der Zeit dazu benutzt habe, diese Strukturen aufrecht zu erhalten und meine geistige Entwicklung quasi blockiert habe. Ja, und natürlich auch viele andere Menschen, das gehört dazu. Ne? Wenn man sich selber blockiert, wenn man sich selber abschottet, dann hat andere Menschen auch nicht die Möglichkeiten davon irgendwo oder von einem selber zu partizipieren und die universelle Verbundenheit, die man miteinander hat, da auch zu spüren. Wenn jeder abblockt und wenn jeder nur Ellenbogen ausfährt, Geld sammeln, sich selber erhöhen, ja, da wird es natürlich nichts mit universeller Liebe. Viele Menschen haben natürlich aufgrund der gestiegenen Bewusstheit auch den Wunsch, jetzt eine Arbeit zu wählen, die sinnvoller und wertvoller für die Gesellschaft ist. Und das ist jetzt keine Sache, die jetzt mir alleine obliegt und die nur ich habe, sondern andere Menschen haben die auch und ja, und beschäftigen sich dann eben auch damit, dass man vielleicht hauptberuflich YouTuber werden möchte oder Blogger oder ist ja alles das gleiche. Alles das, wo man sich in irgendeiner Weise medial darstellt in den neuen Medien, dass man und damit versucht was zu transportieren. Also wie so ein Fernsehsender, ne? Wo vor 40, 50 Jahren oder was sich neue Fernsehsender gegründet haben mit ganz viel Organisationsstruktur und ganz viel finanziellen Investment, kann man heute ja, als YouTuber quasi kleine Fernsehsender eröffnen. Und, ja, und diese Arbeit ist natürlich für sehr, sehr viele reizvoll, dass man sozusagen in einer Person so einen kleinen Fernsehsender ins Leben rufen kann. Und, ja, und diesen Menschen, und da kommen wir auch zu einem Grund, warum ich auch diese Updates, diese finanziellen Updates immer noch mache, die will ich einfach direkt ehrlich und offen informieren. Ja, was verdient man damit und ob man damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen kann und ja, wie lange das so dauert, bis man dann an den Punkt kommt. Und dieses Projekt ist eigentlich quasi auch schon abgeschlossen im Oktober und November letzten Jahres, als ich die Schwelle überschritten habe, wo man komplett seine Existenz ohne die Zuhilfenahme von Sozialleistungen erarbeitet hat. So, und das war so ungefähr ein Zeitraum von 2 Jahren, wo man von quasi 0 auf monatlich 800 bis 900 Euro, was im Endeffekt komplett ausreicht, um Krankenversicherung, Miete und Verpflegung und alle anfallenden Kosten zu decken, da erreicht hat. Aber das Interesse ausgehend, eure Daumen nach oben, das war immer nach wie vor bei den Videos auch darüber hinaus groß. Und das liegt nicht nur daran, weil es auch volatil ist, das heißt ich sozusagen auch wieder jetzt etwas weniger verdient habe und weil die Tendenz geht nach wie vor nach oben, wenn man das 6-Monats-Mittel sieht, aber einfach ja, euch interessiert nicht nur die Tatsache, ob man es schaffen kann und wann man es schaffen kann, sondern das Interesse ist nach wie vor da, dass ihr wissen wollt, was ich verdiene. Es ist ein bisschen ein ambivalentes Gefühl, was ich dabei immer habe, weil die Orientierung auf Geld ist halt eine Sache, die, wo ich so ein Grundübel drin sehe. Andererseits möchte ich auch Menschen helfen, bewusstere Entscheidungen zu treffen. Und da hilft eigentlich Information. Und natürlich nur Information, wenn sie ehrlich offen ist und nicht irgendwie versucht manipulativ zu wirken. Deswegen mache ich das auch, führe das so weit fort, solange ich immer wieder euer positives Feedback bekomme. Das heißt, wo ich ganz stark merke, okay, die Freude darüber, dass ich meine Einnahmen mit euch teile, per Kommentar oder auf den ersten Blick sieht man es ja auch, dann sehe ich das, muss man jetzt mittlerweile dazu sagen, sehe ich das ja immer bei den Daumen nach oben oder natürlich Daumen nach unten. Das ist der Daumen nach unten gibt, der sagt, hey, pass mal auf, dieses Posten von Geld, das ist halt ja vielleicht nicht so optimal. Ne? Das ist halt, vielleicht führt das eben dazu, diese Geldorientierung aufrecht zu erhalten.
neben den Daumen, die vielleicht generell immer kommen aufgrund von Unsympathie, aber ich kann das schon mittlerweile ganz gut einschätzen. Das sind meistens immer so 10, 20 Daumen, die so nach unten gehen, wo einfach generelle Unsympathie ist, die bei jedem Video kommen. Und dann gibt es aber eben noch so ein paar mehr Daumen, wenn die Thematik eben ja, durchaus kontrovers ist oder wie bei dem Thema, dass ich halt immer dieses Geld durchaus noch nenne. Und von daher, ja, also ich mach's erstmal weiter, weil eben ist immer noch so, die Daumen nach oben, die sind wirklich, ich merke, dass das ein richtiges positives Feedback, dazu halt eben auch noch die Kommentare, die dann auch immer in die Richtung gehen. Und ja, das so mal als grundlegende Sache, warum ich ja, dieses Format, dieses Business Update auch über das eigentliche Ziel hinaus mache, dass man sozusagen, dass ich gesagt habe oder gesagt habe, kann man das machen? Also kann man quasi mit einem sinnhaften Leben, mit einer sinnhaften Arbeit innerhalb, oder kann man erstmal generell bei YouTube jetzt in dem Fall Geld damit verdienen und wie viel, und kann man seine Existenz damit sichern? Das habe ich gezeigt, dass das nach 2 Jahren möglich ist. Und ja, aber wie gesagt, geht halt jetzt trotzdem weiter. Aber das ist auch, das wiederhole ich mir jetzt gerne, das ist halt auch so was, was Reizvolles, ne? Dass man dass man trotzdem in dieser Gesellschaft, die so auf dieses Karriere, auf diese Zettelwirtschaft, auf alles das so festgelegt ist, trotzdem mit sinnvoller Arbeit, ohne eben Zettel zu haben, also irgendwelche Qualifikationen, ne, dass man da wirklich in Deutschland in absehbarer Zeit seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Und ja, das ist einfach sowas, was Wichtiges, und deswegen werde ich auch die Serie, auch wenn ich die Serie irgendwann vielleicht mal nicht mehr fortführe, werde ich trotzdem immer wieder verlinken und sagen, hey, schaut euch das an. Genauso wie ich mein veganes Tagebuch immer verlinke. Ich sage, hey, schaut euch an. Ich hatte am Anfang auch die Probleme, wo ich gesagt habe, vegane Ernährung, da ist es vollwertig und was brauche ich da und so weiter. Und habe mich da auch so reingegroovt. Und genauso ist das eben auch mit der Tatsache, dass man eine sinnvolle Arbeit macht und damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ja? Und, aber in diesem Kontext, bevor ich wieder zu den konkreten Zahlen komme, auch mal der Hinweis darauf, ja, was bezüglich des Geldverdienens auch wieder eine Sache ist, die ich explizit erwähnen muss. Ne? Weil da kommt immer dann vielleicht der Kommentar oder der Gedanke, gerade in den neuen YouTuber, die mich jetzt noch nicht so gut einschätzen können. Und da sind in den letzten Monaten ja noch einige dazugekommen. Das bezieht sich halt vor allem halt auch auf YouTube. Und es gilt aber auch für sehr idealistische Jobs, dass man eben nicht erwartet, dass man, sag ich mal, so wie der Durchschnittsdeutsche mit einem 42 Stunden Job da quasi ja, klarkommt und dass man dann irgendwie diese Arbeit eben auch so genauso ausführt wie jeden anderen Job. Aber das Tolle daran ist, dass man zwar 80 bis 100 Stunden die Woche arbeitet, dieses negative Gefühl jedoch, was oft mit dieser Arbeit einhergeht, das bleibt halt eben weg. Ne? Wenn sich ein Schauspieler, ein Motivationscoach oder ein Lebensberater jeden Tag zwingen muss zur Arbeit oder zum Projekt, zum neuen Film zu erscheinen, weil er damit Geld verdienen muss, dann können selbst 42, 43 Stunden so lang werden, dass man das Gefühl hat, sein Leben zu vergeuden. Wenn man aber genau dieselben Tätigkeiten selbstbestimmt in Bahn lenkt, wo man ja, die Menschen wahrgenommen positiv beeinflusst und im Fluss der Energie handelt, dann fühlt sich das Leben plötzlich so an, wie es sein sollte. Denn der Mensch, der ist zur Tätigkeit oder sagen wir zur Arbeit geboren. Ich sage das immer so ungern, zur Arbeit geboren, weil viele tun dann negativ sofort denken, Arbeit, boah, negativ. Nein, Arbeit ist nicht negativ. Kreativität, Schaffungskraft, das ist alles was Positives. Wir wollen arbeiten, wir wollen den ganzen Tag Dinge tun. Ne? Das ist wichtig. Nachts erholen wir uns, nachts schlafen wir, aber tagsüber wollen wir aktiv sein. Der Mensch ist zur Arbeit geboren, ne? Aber nur zu einer Arbeit, die Sinn macht. Und die sich gut anfühlt. Das ist ja der Indikator. Wenn sich etwas gut anfühlt, dann ist es richtig. Und wenn sich es nicht gut anfühlt, dann ist es falsch. Und da muss man natürlich unterscheiden, dieses falsche und richtige Gefühl, ob das vielleicht aufgrund von Konditionierung passiert ist. Und wenn man das dann ausgeschlossen hat, dann sind wir dann bei der Intuition und der kann man vertrauen. Ja, und den Sinn, wenn ich von sinnhafter Arbeit rede, den bestimmt die Natur. Was ist sinnvoll? Und nicht die Kultur einer Gesellschaft. Das entscheidet die Natur. Entsprechend achte ich auch primär auf meine Arbeit, was ich tue, was ich aussende und nicht auf das Geld.
Und entsprechend lehne ich auch trotz meiner Größe jetzt oft Kooperation ab oder verweigere Produktvorstellungen, die überhaupt keine Relevanz für mich haben, die ich nicht mal benutzen würde. Und führe auch eine harte Moderation durch auf meinem Kanal, um eben ja, die Stimmung zu erhalten, die Stimmung zu präsentieren, die Stimmung, die inspiriert, für euch zu generieren. Und das kostet doch alles Abonnenten, das kostet doch potenzielles Geld. Ich kann euch das als, habe ja Betriebswirtschaft studiert und auch sehr gut abgeschlossen und kann euch sagen, ich treffe viele Entscheidungen, die vollkommen gegen jegliches, ja, gegen jede monetäre positive Entwicklung sprechen. Aber das ist eben wichtig. Es ist wichtig auch, dass ich euch nicht die Eier schaukle, dass ihr zufrieden seid, dass ihr zustimmt und euch unter meinem Kanal so, ach schön oder sowas. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass ich mit meinen Anregungen, mit meinen Gedanken euch aus der Komfortzone rausbewege, raushole, rausziehe. Alles monetär gesehen keine sinnvollen Entscheidungen. Aber wenn ich dem Geld auch nur einen Hauch mehr Bedeutung geben würde als der Einsatz als universelles Tauschmittel, dann beginnt das, was die Gesellschaft Arbeit nennt. Ich nenne das aber Sklaverei. Und daher sind die Einnahmen auch schwankend. Ich hau nicht jeden Monat ein neues E-Book raus und bewerbe das dann. Ich habe auch noch kein Coaching-Seminar oder mit meinem Namen irgendwie versehenten Wasserfilter. Also keine so viele Produkte und sowas. Natürlich, hin und wieder, wenn sich das gut anfühlt, wie das E-Book, vegane Welt mit wenig Geld, dann haue ich sowas raus. Aber selbst da habe ich 55% meiner Einnahmen gebe ich denjenigen, die das bewerben. Und ich, der es geschrieben hat, bekomme weniger als die, die das Buch bewerben. Einfach weil die Idee, die dahinter steckt, vermittelt werden muss. Vegane Ernährung kostet wenig Geld, oder ja, kostet wenig Geld, weniger als eine herkömmliche Ernährung. Und sie ist auch vollwertig. Das heißt, da gibt es keine Mangelerscheinungen. Und zumindest keine, die man innerhalb des finanziellen Budgets mit Vitamin B12 Tabletten zum Beispiel nicht auffangen kann. So, und das ist halt das, worum es geht. Es geht um die Arbeit und es geht nicht ums Geld. Auch wenn, wie gesagt, dieses Format noch existiert, damit ich euch sage, was ich verdiene, was halt wie gesagt so ambivalent von mir ja, wahrgenommen wird, so möchte ich das einfach an der Stelle noch einmal explizit erwähnen. Und ich mache halt eben Sachen wie den Live-Talk, der überhaupt keine Einnahmen generiert, der zu nichts gut ist, außer den Menschen eine Option zu geben, ja, sich mit mir zu unterhalten. Eine Option zu geben, auch mal Dinge anzusprechen, die sie in ihrem Umfeld nicht ansprechen können, mal anonym anzurufen. Und das ist gut, dass das noch relativ im kleinen Rahmen ist, weil wenn es dann ganz viele sind, dann kommt irgendjemand nicht mehr durch und kann das nicht mehr machen, wie bei vielen Radiosendungen wie Domian damals oder sowas, dann ist es auch wieder blöd, weil dann ist es wieder nur für eine gewisse Zielgruppe. Das heißt, wenn der Live-Talk irgendwann zu groß ist, ja, keine Ahnung, was ich da mache, aber das, solche Dinge mache ich. Ich beantworte nach wie vor jeden Kommentar, das bringt kein Geld. Ich nehme mir Zeit für Menschen mit Problemen und spreche auch in den Videos Themen an, die wenig populär sind. Aber einfach, weil es gibt Menschen, zum Beispiel ein Video, was mir jetzt gerade in dem Kontext einfällt, das sind kleine Männer zum Beispiel. Das ist ein Thema, das ist total unpopulär. Die Großteil der Menschen versteht das nicht. Oder schöne Menschen, die Probleme von schönen Menschen. Ist total unpopulär. Ist total unpopulär. Gibt immer viele Daumen nach unten, ein paar Daumen nach oben, weil es unpopulär ist. Das will keiner hören. Aber es gibt Menschen, die sind mit diesen Themen allein und dafür bin ich da. Und dann mache ich auch solche Themen. Das sind Entscheidungen, die sind wider jeglichen Geldes. Aber die sind mir wichtig. Meine Arbeit ist mir wichtig. Dafür stehe ich. Und deswegen, wie gesagt, tue ich mich ein bisschen immer schwerer mit diesen Gelddingen jetzt hier, mit diesem, ich sage euch, was ich verdiene. Aber ich habe euch ja auch dargelegt, warum ich das gemacht habe in erster Instanz, das war in Ordnung. Aber jetzt, ja, ist es eben so eine Sache. Aber solange das positive Feedback von euch da ist und ihr sagt, okay, das interessiert uns wirklich und das hilft mir in irgendeiner Weise und ich das auch für mich so annehme, solange wird es das auch geben und vielleicht wird es das auch immer geben. Also das ist jetzt keine Vorbereitung, dass ich es irgendwann abschaffe oder sonst was, weil viele von euch, merke ich auch schon, denken sehr manipulativ und interpretieren Sachen in mich rein, dass ich irgendwas sagen will, was ich nicht sage. Ich bin so offen und so direkt, wie es nur sein kann. Und ich teile das auch immer mit euch und ich denke, das ist auch ein Grund, warum wir wirklich täglich wachsen, weil es eben ja, diese Art an mir ist, die zwar polarisiert, aber auch irgendwo menschlich und angenehm ist. Und ja, gut. Also, Geld ist nur die absolute Nebensache und die Veröffentlichung dient einfach darum zu zeigen, ja,
dass es möglich ist, sozusagen mit seinem Ideal, mit seiner sinnhaften Arbeit Geld zu verdienen und ja, um einfach zu informieren. Na? Man muss natürlich auch bereit sein, da nicht nur idealistisch zu sein, sondern auch wirklich die Arbeit zu tun. Und das ist auch wieder die Problematik, dass die Arbeit oft gar nicht als Arbeit wahrgenommen wird, sondern man sieht halt so als Zuschauer, ich kenne das selber noch von mir, also ich kann es absolut nachvollziehen, ist kein Vorwurf, ja, da stellst du dich halt vor die Kamera und machst halt ein paar Videos, ne? Und das klingt halt so, das ist keine Arbeit, das ist da keine Arbeit. Aber ja, jeder, der dann selber YouTuber geworden ist und auch ein gewisses, sag ich mal, Informationslevel dann hat und nicht nur irgendwie seine Katzen abfotografiert oder abfilmt, und vielleicht ist das auch nicht ganz wissenschaftlich, ich weiß es nur nicht. Der wird wissen, das ist dann schon etwas mehr Arbeit als also ein normaler 40-Stunden-Job, den man dann ja, normalerweise hat. Ohne das abwerten zu wollen. Ne? Also das ist, leider ist es diese Arbeit harte Arbeit, weil man eben was tut, was, wo der Körper einen mit jeder Zelle seines Körpers sagt, hey, das ist sinnlos, was du tust. Du machst das nur, um am Monatsende deine Rechnung bezahlen zu können. So, deswegen machst du das. Aber dass man da mal tiefer reingeht und sich da grundsätzlich hinterfragt, hast machen viele eben nicht. Aber wie gesagt, dafür unter anderem gibt es auch den Kanal. Wird aber jetzt zu weit führen, weil ich spüre schon, dieses Video wird wieder Überlänge haben. Ne? Also, wenn man bereit ist, auch auf Sachen zu verzichten, die uns gelehrt wurden, dass wir sie als wichtig empfinden sollen, wie Anerkennung, Erfolg, Geld und so weiter. Wenn solche Sachen, wenn man da bereit ist dafür, dann kann man so eine idealistische Arbeit auch machen und dann ja, macht es auch Sinn und dann kann man auch davon leben. Das habe ich gezeigt und ja, dann hat man wirklich eine Chance, quasi mit sinnvoller Arbeit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. So, also, das wollte ich einfach nochmal loswerden. Das wollte ich einfach nochmal loswerden. Dafür jetzt mal ganz kurz und knackig die Zahlen, sonst wird das hier wieder zu lang. Also, Einnahmen durch meine Patreons. Das sind die Menschen, die jeden Monat den Kanal für so wertvoll für sich erachten und auch die Möglichkeit ja, für sich sehen, diesen Kanal mit einem Geldbetrag zu unterstützen. Das kann man direkt über die Patreon-Webseite machen. Den Link gibt es unten in der Infobox, vielleicht auch oben in den Infokarten. Und es geht natürlich auch direkt als Dauerauftrag auf mein Bankkonto. Mittlerweile sind das über 30 Menschen, die ja, auf eine dieser beiden Weisen mich monatlich finanziell unterstützen. Gerade im letzten Monat sind extrem viele dazugekommen. Ja, im Gegensatz zu den sonst mal 1, 2 dazugekommen. Im letzten Monat sind gleich ein ganzer Schwung dazugekommen. Finde ich wunderbar ja, und macht natürlich für mich das vom Feedback her, da weiß ich, okay, wenn in unserem Land, wo wir das überhaupt nicht gewohnt sind, freiwillig für irgendwas Geld zu geben, wenn es da Menschen gibt, auch in der Masse jetzt, die sagen, hey, ich geb dir was dafür ab, weil du bringst mir was. Das, was du in den Videos bringst, das bringt mir tatsächlich so viel Wert, dass ich bereit bin, monatlich einen Betrag zu bezahlen. Oder auch einmalig. Viele tun mir auch einmalig das einfach zuschicken. Vollkommen in Ordnung, je nachdem, wie sich das anfühlt. Es gibt da keine Restriktionen oder Regeln oder ja, Anweisungen oder Vorschläge oder sonst was. Jeder, wie es richtig fühlt. Ne? Das fängt an bei 87 Cent pro Monat und das geht bis derzeit hin für 40 Euro pro Monat, was jemand sozusagen zahlt. Und das ist je nachdem, was man sich leisten kann, was es einem wert ist, kann man das freiwillig tun. Und das kann man natürlich auch jederzeit wieder anpassen und wieder auflösen. Ne? Das ist alles kein Thema. Und so kann jeder von euch direkt ja, auch das Geld eben als universelles Tauschmittel, was es eben nur ist, sinnvoll einsetzen, um eben auch die Welt zu verbessern, indem man diesen Kanal verbessert. Der natürlich nur, wenn ihr dann auch diese meine Arbeit als sinnvoll einschätzt und das sozusagen mein Glauben teilt, dass diese Arbeit, was ich tue, die Menschen dazu zu inspirieren, darüber nachzudenken, zu reflektieren, was man tut, dann. Also ihr solltet nicht unbedingt Veganer sein, nur um mich zu unterstützen oder an offene Liebe vielleicht glauben oder das nicht glauben ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das unterstützen, sondern generell einfach, dass man bewusst, also im Denken über sein Sein reflektiert. Das solltet ihr als Grund, wenn ihr da mitgeht und wenn ihr sagt, das hat einen Wert, das hat einen Wert und dass ihr die Liebe als universelle Energie anerkennt. Dann tut ihr mit Sicherheit das Richtige, wenn ihr meinen Kanal auch finanziell unterstützt. Da an der Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Aber auch ohne direkte Geldzuwendung, viele sehen da ja immer noch eine gewisse Heiligkeit, auch nur mit 1 Euro pro Monat irgendeinen Mensch zu unterstützen oder einen Kanal. Da gibt's, oder sie sind einfach nicht in der Lage, das zu tun. Das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Es gibt natürlich viele, die würden das gerne und sie würden gerne geben, aber sie können es einfach nicht.
Aber an der Stelle sei auch mal erwähnt, das Gros der Patreons, mal wirklich ausgeklammert vielleicht jetzt den Top-Geldgeber, der 40 Euro im Monat gibt, aber das sind vor allem Menschen, die selber wenig haben. Das sind Studenten, das sind Hartz-IV-Bezieher oder das sind Frührentner. Das sind die Menschen, die vor allem geben. Natürlich gibt es auch natürlich ein paar, die im Berufsleben stehen und viel Geld haben und oder sag ich mal, ja, einfach reich sind, vielleicht nicht im Berufsleben stehen, das hat nichts dazu, aber die einfach über die finanziellen Mittel verfügen. Und das kann man so oft beobachten. Die Menschen, die wenig haben, das sind die, die oft bereit sind, am meisten zu geben. Denn genau deswegen haben sie auch so wenig. Das, was sie brauchen, das behalten sie. Was sie nicht brauchen, das geben sie. Aber dieses wenig, das haben sie wenig, das bezieht sich eben nur aufs Geld. Das Herz und die Verbundenheit mit dem Leben, das haben diese Menschen in einer Intensität, die nicht nur Gesundheit und Wohlbefinden steigert, sondern eben auch die Liebe aller Lebewesen vorantreibt. Das ist ein höheres Bewusstsein, was diese Menschen haben. Aber auch ohne die Unterstützung als Patreon gibt es eben die Möglichkeit, diesen Kanal zu unterstützen. Und das macht ihr. Und dafür bin ich ebenso dankbar. Ebenso dankbar. Also es ist egal, Geld, nicht Geld. Einfach Unterstützung, Support. Es sind oft nur ein paar Mausklicks. Aber wenn diese von der Masse gemacht werden, da entsteht etwas Großes. Wenn ihr vor eurem Einkauf über einen meiner Amazon-Links auf die, in der Infobox da drauf geht, egal was ihr einkauft, dann also eben euren Besuch über auf die Amazon, auch von der Amazon-Seite über einen meiner Links aus startet, dann bekomme ich Geld von Amazon. Klickt auf den Amazon-Link, kauft bei Amazon und dann bekomme ich Geld von Amazon. Das kostet euch nichts extra und aber ist im Endeffekt so, das Geld wird verteilt. Das Geld wird verteilt von Amazon auf diesen Kanal. Und dasselbe Prinzip ist auch das Klicken auf die Werbung von meinen Videos. Wenn ihr da die Webseite des Werbetreibenden besucht oder diesen Spot dann komplett anschaut, dann landet das Geld von diesem Unternehmen auf meinem Kanal. Da müsst ihr nicht mal klicken, da müsst ihr nur die Werbung angucken. Das sind diese Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten, und das ist immer das, was in allen Lebenslagen ist, Kleinigkeiten, wenn das von einer großen Masse getragen wird, das ändert die Welt. Und ich finde es auch immer so schön, so als Gedankenspiel, quasi, ihr klickt quasi mit eurer Maus das Geld hin und her. Aber diese Klicks, die sind so wenig, aber sie sind immer ein Ausbruch aus der Komfortzone, aus Automatismen. Und da ihr immer noch recht rar gesät, zumindest für das, wie ich agiere. Aber es ist ja normal, das sehe ich auch an den Zahlen, wie oft, also wie lange ein Video geguckt wird. Also im Durchschnitt kann ich euch sagen, werden die Videos 6 Minuten geschaut. Also meine Videos werden im Durchschnitt 6 Minuten geschaut. Das heißt, wir sind jetzt schön. Also wenn ihr jetzt noch dran seid, dann gehört ihr zu echt zu der absolut geringen Masse an Menschen. Und ja, einfach mal ein dickes Danke an alle Menschen, die da wirklich mitziehen und sich dieser Zusammenhänge auch wirklich bewusst sind. Und abschließend ist an Einnahmen auch noch mein Buch Veganes Welt, was ich vorhin schon gesagt habe, vegane Welt mit wenig Geld. Was nicht nur auf Digistore, sondern auch auf Amazon direkt für den Kindle gekauft werden kann, wo ich da auch Einnahmen generiere. Und wo ich im Endeffekt 30 Tage lang wirklich konkret zeige, wie preiswert und vollwertig so eine vegane Ernährung ist. Ja, also alles in allem, es tut mir leid, ich habe mich heute wieder ein bisschen verquatscht. Alles in allem habe ich diesen Monat Einnahmen von 689 Euro generiert und freue mich, dass es scheinbar, ja, ungebrochen Interesse daran gibt, sich täglich zu inspirieren und täglich zu informieren. Es gibt zwar einige, die es auch verbal schon gesagt haben, die auch mal wieder eine Pause brauchen, weil sie wirklich jedes Video von mir reinziehen und sich nicht mehr täglich von mir triggern lassen. Sebastian hat das, glaube ich, mal gesagt auch. Da gibt es auch noch andere. Das merke ich ja auch. Es kommen wieder neue, gerade bei den Kommentierenden sehe ich das. Es gibt immer wieder neue, die dann kommen und eine Zeit lang dabei bleiben. Und dann gibt es wieder welche, die gehen. Dann kommen wieder neue. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe einfach versucht, diesen Menschen auf dem Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, meine Sachen zu teilen. Und ja, damit bin ich zufrieden. Ich muss jetzt nicht jeden lebenslang an diesen Kanal binden und das geht wahrscheinlich auch gar nicht, weil auch die Intensität, die ich ausstrahle und auch die doch sehr, sehr eigene Art und teilweise auch gewöhnungsbedürftig, weil sie halt eben nicht so gesellschaftlich angepasst ist, das ist sicherlich für viele Menschen irgendwann, dass sie sagen, danke Christian für dieses Jahr, was wir miteinander verbracht haben, das reicht. Ja. Und auch ein Danke an die Menschen, die gegenüber meiner Person oder meinen Themen kritisch eingestellt sind. Und
eventuell auch nicht meine Ansichten teilen oder ja auch nicht mal Ansatz teilen, eventuell auch mich als Person erstmal in erster Instanz unsympathisch finden, die Bedenken haben, die skeptisch sind, denn all das ist ein Zeichen von Bewusstheit. Und auch wenn mir die Menschen nicht zustimmen, setzen sie sich trotzdem mit meiner Person auseinander. Und das ist etwas Positives, weil Bewusstheit, es geht um Bewusstheit, es geht nicht darum mir zuzustimmen. Das ist das, was ich immer wieder sage. Es geht nicht darum zu sagen, ja du hast recht. Wenn jeder zu meinem Video sagt, ja du hast recht, dann braucht er sich meine Videos nicht anzuschauen, weil dann ist es Unterhaltung. Dann ist das Bestätigung seiner selbst. Und deswegen hat es keinen Grund meine Videos zu schauen. Wenn aber jemand sagt, nee du hast nicht recht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass derjenige sagt, okay, ja, warum hat er nicht recht und setzt sich damit auseinander bewusst. So, da gibt es natürlich verschiedene Ebenen, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, ich habe immer wieder die Möglichkeit, wenn jemand ein Video von mir anklickt, über eine gewisse Zeit quasi die Frucht eines bewussten Lebens auch in diese Menschen hineinzusetzen. Und deswegen ist es für mich auch nicht unbedingt negativ, wenn die Menschen mir nicht zustimmen, was ich sage, selbst nicht negativ, wenn sie mich nicht mögen. Es geht eben darum, dass diese Menschen sich mit mir auseinandersetzen, dass ich für ihr Leben eine Bedeutung habe, dass mein Leben eine Bedeutung hat für diese Menschen. So, wir reden ja hier im Denken von YouTube. Ich mache das YouTube ausgehend von meinem Denken. Das ist der Denker, der hier redet. Und der Denker ist immer verbunden mit Ego. Und dem Ego ist es wichtig, wichtig zu sein. So, und entsprechend, ja, ist es halt wunderbar, dass eben auch kritische Menschen hier den Weg auf diesen Kanal finden und sagen, hey, diesen Menschen unterstütze ich. Diesen unterstütze ich, indem ich die Videos klicke und sage, ja, du hast eine Bedeutung in meinem Leben, in welcher auch immer. Und ich habe das schon einige Male gemerkt, dass eben auch Menschen, die am Anfang kritisch eingestellt waren, den Weg gefunden haben zu, ja, zur Liebe. Und das ist halt eben das, wo ich sage, boah, ja, da nehme ich alles in Kauf, aber ich habe die Bedeutung und ich erreiche die Menschen. Und darum geht es letztlich erstmal, Menschen in allererster Linie zu erreichen. Und deswegen danke an alle, die auf diesem Kanal, die das Video schauen. Wenn ihr meine Wörter hört, dann danke an dich. Insbesondere, dass du dieses massive Video hier bis zu Ende angeschaut hast, wirklich ein fettes Danke dafür. Das ist keine Seltenheit, keine Selbstverständlichkeit. Glaubt mir, wenn ihr an diesem Punkt jetzt hier angelangt seid, ohne zu skippen, wenn ihr hier angelangt seid, dann gehört ihr vielleicht zu, sagen wir so 5-10%, 5-10% dieser, die schon Interesse an diesem Kanal haben, und dann trotzdem mal 5-10%. Na? Das seid ihr quasi, ja, denen, die ich, die, was die Aufmerksamkeit angeht, der ich besonders danke. Ja. Und ja, lasst uns sozusagen gemeinsam die Idee, dass man mit Respekt und Liebe miteinander umgeht, dass man im Einklang mit der Natur lebt, ja, dass wir gemeinsam verbunden sind und durchs Leben gehen, uns gegenseitig befruchten, ja, in unseren Tag mit hineintragen. Und ja, lasst euch umarmen, ihr wenigen, die noch da seid. Alles Liebe. Ha ha ha.